Ich hab schon Zink hier. Mann. Scheiße, scheiße, scheiße! Okay, wir haben eine gute Pickaxe. Glück 3, Efi 2. Angepflanzt und jetzt schon wieder einer gewachsen. Wie schnell wachsen die? Da ist mir halt ziemliche Scheiße passiert. Also, ja, ich wurde halt in die Wild Farm reingetrieben und ja, sozusagen. Das war nicht besonders schlau. Aber der Max und die anderen, die online waren halt, die haben halt gerade Raids gemacht und die Pillager-Patrouille ist einfach direkt in mir gespawnt. Ich hatte einfach gar keine Chance, aber ich habe halt einfach direkt meine Items wieder geholt. Ja, dann musste ich halt ans Holz farmen. Das hat dann halt nicht lange gedauert, glaube ich, 3 Tage. Ich war länger am Holz farmen als am Farmen oder sowas. Ja, aber wir hatten halt jetzt auch so gute Trades. Nur 23 ein Emerald, glaube ich, weil wir haben ja Dorfheld oder wie das heißt. Also da haben wir dann schon recht gute Trades bekommen. Ich habe dann recht schnell ziemlich viele Stacks Emeralds rangeholt. Ich habe dann auch so ein kleines Lager gebaut, wo ich meine Items horste halt. Dazu seht ihr im nächsten Video halt. Und ja, es war halt ziemlich viel Arbeit, da zu trainen. Ich hoffe, ich kann da jemanden anstellen, der das für mich macht. Also, wer hier in die Kommentare schreibt, also wahrscheinlich irgendeiner von Philippos vielleicht, der könnte dann halt für mich da traden. Ich gebe ihm das Holz, er bekommt das XP, das ist ein ganz guter Trade. Ja, ich habe dann halt auch versucht, gute Bögen zusammen zu machen. Es war dann auch recht viel Arbeit. Ja, ihr seht's ja. Habe ich halt, ja, geordnet noch ein paar Dias zu finden. Erstmal den Gang ganz bis ans Ende gegangen. Ja. Dann haben wir halt
Präsidentschaftswahl gemacht. Also jeder hat sich erstmal vorgestellt, was er so machen will und so. Leider habe jetzt einfach ein bisschen Emeralds rumgeworfen. Ich dachte, das überzeugt die Leute. Aber leider habe ich den Ton, die Aufnahme mit Ton, also ich habe es nicht mit Ton die Aufnahme gemacht, deswegen höre ich jetzt nicht den Original. Also der Philippus war dafür, dass er ganz viele Farmen baut, Eisenfarm, Raidfarm und so. Der Lilo, also der Ernter, war dafür, dass der Philippus unser Sklave ist und weiß nicht, was er noch gemacht hat. Ich glaube, also der war halt der Philippus unser Sklave, das war jetzt halt das Überzeugendste. Ich habe auch Lilo gewählt. Und der Max wollte uns alle eine Full Dia geben. Ja. Die Wahl ist dann halt so ausgegangen, dass zwei für Leander und zwei für Max gestimmt haben. Ja, und Leander hat dann einfach gesagt, ich will kein Präsident werden und jetzt ist Max unser Präsident. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal in die Kommentare schreibt, wen ihr gewählt hättet. Also, entweder Max, der euch allen für dir gibt, oder Philippus, der Farben für uns baut, oder Leander, der eine andere Person zum Sklaven macht. Was würdet ihr wählen? Irgendwie sind dann halt alle unsere Villager zombifiziert worden. Ja, und dann haben wir halt eine neue gebaut.